Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. Thema heute: Betrag von Vektoren. Und gleich vorneweg, der Betrag eines Vektors ist die Länge des Vektors. Okay, machen wir gleich ein Beispiel. A-Vektor ist gleich 4, 3. Und von diesem A-Vektor wollen wir jetzt den Betrag berechnen. Das macht man mit so einem Strich hier an der Seite, ist gleich. Wir setzen ein, der Vektor lautet 4, 3 und von diesem Vektor wollen wir den Betrag berechnen. So, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ihr müsst wissen, wie man den Betrag eines Vektors berechnet. Das ist nicht so schwer. Die Komponenten, die x-Komponente lautet ja 4, die y-Komponente 3 und jetzt werden diese Komponenten einfach quadriert und zusammengezählt. Also 4 hoch 2 plus 3 hoch 2 und aus dem Ganzen die Wurzel gezogen ist gleich. 4 hoch 2 ist 16 plus 3 hoch 2 ist 9. Aus allem die Wurzel ist gleich. 16 plus 9 ist 25. Daraus die Wurzel und die Wurzel aus 25 ist 5. Also der Betrag des Vektors a beträgt 5 und um anzudeuten, dass es die Länge ist, verpassen wir ihm die Einheit LE, Längeneinheiten. Kurzer Hinweis, warum die Formel so aussieht, wie sie aussieht. Also dieses 4 hoch 2 plus 3 hoch 2 und daraus die Wurzel, das hat mit dem Pythagoras zu tun. Möchte ich aber an dieser Stelle gar nicht vertiefen. Also, kurze Zwischenbilanz zum Thema Betrag von Vektoren. Ihr müsst wissen, wie man ihn berechnet und ihr müsst wissen, was es bedeutet, nämlich die Länge. Nächster Begriff bei dem Thema lautet Einheitsvektoren. Einheitsvektoren, was ist ein Einheitsvektor? Ein Einheitsvektor ist ein Vektor, dessen Länge 1 ist, also dessen Betrag 1 ist. Berechnen wir doch mal von unserem A-Vektor, 4, 3, der ja die Länge 5 hat, den passenden Einheitsvektor, der also noch in die gleiche Richtung zeigt, aber eine andere Länge, nämlich 1. So, gibt es eine kleine schöne Formel, wie man von einem Vektor den Einheitsvektor berechnet. Man teilt dazu den Vektor durch seinen eigenen Betrag. Sieht dann folgendermaßen aus. Der A-Vektor lautet ja 4, 3, 4, 3. Durch, und der Betrag vom A-Vektor ist ja 5. Okay, die Frage ist, wie teilt man einen Vektor durch eine Zahl? Ja, das funktioniert genauso wie die Multiplikation mit einer Zahl. Also, ich muss jede Komponente von meinem Vektor durch die Zahl teilen. Also, 4 durch 5 und 3 durch 5. Könnt ihr mit dem Taschenrechner ausprobieren. 4 durch 5 ist 0,8 und 3 durch 5 ist 0,6. So, das ist ein Vektor, nämlich der Einheitsvektor von unserem A-Vektor. Und wenn wir jetzt von diesem Vektor, also von 0,8, 0,6, den Betrag berechnen, dann müsste der Wert 1 rauskommen. Das könnt ihr ja mal selber probieren.
Also, schreibt nochmal auf, was ihr machen sollt. Ihr sollt von 0,8, 0,6 von diesem Vektor den Betrag berechnen und dann müsste der Wert 1 rauskommen. Zum Abschluss noch ein weiterer Begriff, nämlich es gibt auch Basiseinheitsvektoren und ich beziehe mich damit auf unseren dreidimensionalen Raum. Also auf unser bekanntes kartesisches Koordinatensystem. Hier sehen wir so ein kartesisches, also dreidimensionales Koordinatensystem. Hier nach vorne bzw. hinten, da verläuft die x-Achse, nach rechts bzw. links die y-Achse und nach oben bzw. unten die z-Achse. So, ich habe jetzt hier an das kartesische Koordinatensystem mal die Zahl 1 jeweils eingetragen, also bei der x-Achse eine Einheit in x-Richtung, bei der y-Achse eine in y und bei der z-Achse eine in z. Ja, und diese drei Vektoren, die zeichne ich jetzt mal hier ein. Das heißt, wir gehen mit dem Vektor eine Einheit in x-Richtung, mit dem Vektor hier eine Einheit in y-Richtung und hier nach oben eine Einheit in z-Richtung. Ja, und diese drei Vektoren, diese drei Basiseinheitsvektoren, die also jeweils eine Einheit in die jeweilige Achsenrichtung zeigen, die lauten folgendermaßen. Der Vektor, der eine Einheit in x-Richtung zeigt, der lautet 1, 0, 0. Der Vektor, der eine Einheit in y-Richtung zeigt, der lautet 0, 1, 0. Und der Vektor, der eine Einheit nach oben in z-Richtung zeigt, der lautet 0, 0, 1. Ja, also alle drei Basiseinheitsvektoren sind, wie der Name schon sagt, Einheitsvektoren, sprich die Länge, also deren Betrag ist 1, aber zusätzlich haben sie die Eigenschaft, dass sie Basis von dem dreidimensionalen Raum sind, also eine Einheit in x-Richtung, eine Einheit in y-Richtung und eine Einheit in z-Richtung. Das hat auch was mit dem Thema lineare Unabhängigkeit zu tun. Aber zu diesem Thema gibt es einen eigenen Film. Und hier am Schluss nochmal vielleicht ein bisschen genauer erwähnt, dass diese Basiseinheitsvektoren in dem Fall nicht nur linear unabhängig sind, nicht nur linear unabhängig sind, sondern auch im rechten Winkel zueinander stehen. Okay, als Abschlussbemerkung. Das Thema Basiseinheitsvektoren und Einheitsvektoren ist eher schon so ein bisschen was für Profis, was aber jeder wissen muss, ist, wie man den Betrag eines Vektors berechnet, also Komponenten quadrieren, zusammenzählen und dann die Wurzel draus ziehen. Und man muss wissen, was es bedeutet, nämlich der Betrag eines Vektors ist nichts anderes als die Länge des Vektors. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao!